Hi, willkommen bei Grand Chill Barbecue & Lifestyle. Heute gibt's ein Appenzeller Clubsteak. Rosa gegart sous vide mit Appenzeller drin, dass richtig gut Geschmack reinkommt. Und ich sage euch, es funktioniert. Und wie ich das gerade gemacht habe, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Dann starten wir hier gleich durch mit unserem Likör. Ich habe hier Appenzeller genommen mit 42 Kräutern. Nicht nur gut, sondern auch gesund. Und geschmacklich natürlich hervorragend. Dann schauen wir mal, ob wir den Geschmack auch richtig gut ins Fleisch reinbringen. Pfeffer und Salz nach Geschmack. Dann unseren Hauptdarsteller, ein Clubsteak. 650 Gramm schwer, gute Dicke. Ich denke, das kann nur gut werden. Das sind die ganzen Zutaten, ist alles in der Infobox beschrieben. Und dann geht's gleich los mit dem Vakuumiergerät. Dann nehmen wir hier mal unser schönes Clubsteak heraus. Schön mürbe schon. Ich habe es eine Woche im Kühlschrank noch gelagert zusätzlich. Dann Vakuumierbeutel rein. Dann unser Likör, der den Geschmack bringen soll. Schön darüber. Ich denke, zwei Stück mag es da gut vertragen. Jetzt, dass die Flüssigkeit nicht rauskommt, halte ich mir ein Stück Zeber. Gebe das unten schön bündig rein. Natürlich genug weit runter, dass auch die Schweißnaht passt. Etwa so. Und dann wird mal das gute Stück vakuumiert. Ich werde das von Hand vakuumieren mit dem Manuellknopf. So kann man das individuell anpassen. Passt und dann wird verschweißt. So sieht das gute Stück aus. So kommt überall was ran von dem guten Likör. Und dann geht's weiter. Ich hole mal den Sous-Vide-Stick und den Behälter. Dann geht das gute Stück mal auf Tauchstation. Wasserstand optimiert. Natürlich schon schön heißes Wasser reingetan. Dann starten wir mal den Sous-Vide-Stick. Dann gehen wir hier auf 50 Grad. Wer es gerne ein bisschen mehr durch hat, geht auf 53, 52. Ich habe es gerne ein bisschen noch nicht tot gegart. Zeit 1 Stunde und 15. Ist nicht so allzu dick. Dann wird das jetzt schön aufgeheizt und sobald die 50 Grad erreicht sind, wird der Timer
Retour laufen bis auf Null, die Stunde um 15 Minuten und dann geht's ab auf den Grill. Nach gut einer Stunde und 15 Minuten haben wir es geschafft. Wir nehmen es raus und dann packen wir es mal aus und schauen es an. So sieht das gute Stück nun aus. Dann schauen wir mal, wie es riecht. Riecht fantastisch nach den Kräutern. Ist schön fluffig geworden. Dann trockne ich das nun noch ab. Und dann geht's gleich rüber an Napoleon. Ich nehme hier ein bisschen Butterschmalz. Es gibt noch mal richtig gut Geschmack rein. Den Grill mal gut aufgeheizt und dann geht's los mit der wilden Fahrt.
Aber nicht vergessen, Shop reinschauen. Zwei weitere Folgen für euch. Und bis zum nächsten Mal bei Grün, Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya! Richtig nice.